Heute geht es um das kostenpflichtige DLC von Animal Crossing New Horizons, welche neuen Features es gibt, was dieses Abo auf sich hat und ob es sich tatsächlich lohnt. Und somit hier die neuesten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Bevor wir über das kostenpflichtige Update reden, ein kleiner Satz, der eventuell noch etwas Hoffnung macht. Nur weil Nintendo erwähnt hatte, dass es sich um das letzte große kostenlose Update handelt, heißt es nicht, dass es nicht doch noch viele kleine Updates geben wird. Darunter fallen beispielsweise die Ladenerweiterungen, also Dinge, die so oder so in Animal Crossing einfach typisch sind. Und auch hier nochmal danke an die liebe Cartunity, die mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich denke, viele haben jetzt noch ein bisschen Hoffnung, was zumindest die Ladenerweiterungen angeht. Und nun zum DLC. Also, wie die meisten schon bereits in der Direct mitbekommen haben, wird es in Animal Crossing New Horizons ein kostenpflichtiges Update geben, welches Animal Crossing Happy Home Paradise heißen wird. Dieses kostet entweder als eShop-Update 24,99 oder als Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft plus ein Erweiterungspackage 39,99 in der Einzelmitgliedschaft und 69,99 in der Familienmitgliedschaft. Dies ist dann aber nur für 12 Monate gültig. Der Kauf jedoch, müsst ihr bedenken, ist nicht verpflichtend, um Animal Crossing weiterzuspielen, aber ohne diesen Kauf wird es bestimmte Inhalte nicht geben und genaueres dazu sage ich am Ende nochmal. Aber erstmal kommen wir zu den coolen Features. Durch das DLC gibt es bei den Dodo Airlines eine neue Funktion. Mit dieser könnt ihr dann auf einer weiteren Insel, also einer Ferienhausinsel reisen und dort arbeiten. Das Prinzip ähnelt hier sehr dem Spiel Animal Crossing Happy Home Design. Dort könnt ihr verschiedene Häuser für Bewohner mit verschiedenen Gegenständen an unterschiedlichen Orten gestalten und erstellen. Und das ist einfach schon sehr interessant, vor allem für Leute, die noch nie Happy Home Design gespielt haben. Ich gehöre dazu und finde es cool, dass ich es mal ausprobieren darf. Wie fängt es an? Zu Beginn trefft ihr erstmal dort drei neue Charaktere. Die erste ist ein Otter, die nennt sich dann im Deutschen Carlotta. Und sie ist ebenfalls bekannt aus Animal Crossing New Leaf und Animal Crossing Happy Home Designer. Dann gibt es noch eine blaue Seekuh, dessen Name weder im Englischen noch im Deutschen bekannt ist. Also mir ist der noch nicht aufgefallen. Wenn ihr den bereits wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Und es gibt einen kleinen weiß-grauen Affen. Und der ist deutlich kleiner als alle anderen Affen hier in Animal Crossing und sieht unfassbar putzig aus. Zunächst werden dir die unterschiedlichen Orte und Einzugsgebiete der Inselbewohner, die dann dort vor Ort sein werden, vorgestellt. Somit könnt ihr zwischen einem Eisschollenort, Wüstenort, einer Kirschblütengegend, einem Dschungelort, einem Ruinenort oder gar einem Herbst-Winter-Sommer-Frühlingsort wählen und dort die jeweiligen Ferienhausbesucher dort hinschicken. Sobald das geschafft ist, kannst du mit dem Dekorieren beginnen. Und du kannst nur noch einzelne Wände für die Tapezierung auswählen. Also total klasse, Dinge, die es vorher auch noch nicht gab und die dem Ganzen etwas mehr Spielraum geben. Außerdem kannst du ebenfalls den Garten gestalten und auch Bäume in unterschiedlichen Größen stehen lassen. Die Funktion, Wege so zu platzieren, ist ebenfalls um einiges besser geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es auch später auf unserer eigenen Insel ebenfalls so machen können, aber das werden wir dann wohl oder übel früher oder später herausfinden müssen. Außerdem können auch hier die Bewohnerhäuser angepasst werden und das nicht nur von innen, nein, sondern auch von außen. Jahreszeiten, Wetter oder auch gar Tageszeiten der Ferienhäuser können ebenfalls selbst eingestellt werden. Und Leute, das ist einfach absolut noch nicht alles. Du kannst ebenfalls aussuchen, wie groß genau dieses Zimmer deiner Besucher sein soll. Also ebenfalls hier total coole Funktion, feiere ich mega und gibt dem Ganzen noch mehr Spielraum. Außerdem gibt es nun auch Raumteiler, Säulen und zwei verschiedene große Theken, die du ebenfalls im Haus aufstellen kannst. Und außerdem wird dir die Möglichkeit geboten, innen die Beleuchtung und Geräuschkulissen anzupassen. Und nochmal zum Schluss können Gegenstände ebenfalls poliert werden. Mit Hilfe dieser Funktion kannst du diese dann zum Glänzen bringen oder gar, wie in dem Fall, Blumen polieren und schöne Schmetterlinge erscheinen. Und für die ganzen Sammler unter euch, es gibt neue Möbelstücke. Diese Möbelstücke könnt ihr dann von den drei neuen Charakteren im Laden kaufen mit sogenannten Pokis. Pokis verdient ihr euch durch Fertigstellung der Ferienhäuser. Habt ihr neue Möbelstücke gekauft, könnt ihr diese natürlich jederzeit nutzen, um die Ferienhäuser, die ihr bereits vorher gestaltet habt, nochmal zu verändern. Außerdem wohnen nicht alle Tiere alleine, manche kommen auch mit einem Freund vorbei und wollen eine Art WG-Zimmer gründen. Also ebenfalls total niedlich und ich glaube, hier gibt es ebenfalls viele coole, kreative Arten, wie man das in einer Wohnung zusammenstellen kann. Und jetzt etwas, was ich schätze mal viele von euch gewünscht haben. Ihr könnt Schulen, Restaurants und Krankenhäuser entwerfen. Von innen und von außen. Unfassbar cool! Und es gibt eine neue Nookphone-App, die sich nennt Netzwerk der schönen Häuser. Mit dieser könnt ihr Fotos von euren fertiggestellten Ferienhäusern machen und diese dann später online hochladen und diese können dann von anderen mitspielen.
Spielern bewertet werden. Also ebenfalls eine coole Community-Aktion. Außerdem könnt ihr mit Amiibo-Figuren und Karten Bewohner auf die Ferienhäuserinsel einladen und für diese Häuser platzieren und dekorieren. Ebenfalls super praktisch. Also generell finde ich es cool, dass diese Amiibo-Funktion ein bisschen mehr Action mit sich bringt durch dieses Update. Und ich denke, wir freuen uns alle, wenn wir hier ein bisschen Melinda haben oder gar die Schwester aus der Schneiderei oder gar die beiden Brüder. Natürlich können die meisten Features nicht nur auf dieser Ferienhäuserinsel genutzt werden, denn mithilfe des DLCs wird es dem Spieler ermöglicht, bestimmte Features auch auf seiner Insel anzuwenden. Dementsprechend können beispielsweise Zwischenwände und die neuen Möbelstücke mit auf deine Insel gebracht werden und für deine Wohnung verwendet werden. Das gleiche gilt auch für das Thema Innengeräuschkulisse. Außerdem kannst du die Polierfunktion ebenfalls für dein Haus anwenden, was das ein oder andere auch noch ein bisschen schicker macht. Sobald ihr euren Dorfbewohnern ein Souvenir bringt von dieser Ferienhausinsel, dann freuen sie sich total und wollen gegebenenfalls auch dahin und auch hier kannst du für den ein Ferienhaus aufbauen lassen. Außerdem könnt ihr auf eurer normalen Insel die Außengestaltung der Häuser der Bewohner im Service Center anpassen, also sowohl Fassade, Form und Dach, was auch auf der Ferienhausinsel geht. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass in einer Szene zwei Bewohner auf Schwimmreifen sind. Da ist es noch nicht klar, ob das nun wirklich möglich ist, dass die Bewohner mehr interagieren oder ob es nur eine dekorative Option war, um die Ferienhausinsel zu präsentieren. Und zum Abschluss sieht man nochmal die neuen Amiibo-Kartenserie, die es bald geben wird. Das wäre dann die Serie 5. Dort wird es bis zu 48 neue Karten geben. Und unter anderem findet ihr dort alte Bewohner als auch neue Bewohner. Das DLC selbst kann vorbestellt werden am 29.10.21 im Nintendo eShop und ab dem 5. November wird es dann alles online sein und ihr könnt loszocken. Und nun kommen wir zu der Preisgestaltung und was das Ganze so auf sich hat. Also, es gibt folgende Szenarien. Entweder ihr kauft euch das DLC für 25 Euro und habt es ohne eine Online-Mitgliedschaft dauerhaft, könnt aber nicht online spielen. Oder ihr kauft euch das Spiel für 25 Euro und holt euch noch die zusätzliche Online-Mitgliedschaft für 20 Euro im Jahr dazu. Die Switch-Online-Mitgliedschaft ist nicht nur dafür da, dass ihr online spielen könnt, denn ihr könnt euch auch NES und Super Mario Nintendo-Spiele kostenlos herunterladen und diese ebenfalls weiterzocken. Sobald die Mitgliedschaft aber abgelaufen ist, habt ihr dennoch weiterhin das DLC, weil ihr es ja für den Vollpreis von 25 Euro gekauft habt. Aber dann gibt es noch die andere Funktion und zwar das Erweiterungspackage. Dieses wird es ab dem 26.10. geben. Bei dem Erweiterungspackage von Switch Online bekommt ihr neben den bisherigen NES und Super Nintendo Spielen auch noch die Nintendo 64 und Sega Mega Drive Spielklassiker hinzu und könnt diese weiterhin kostenlos spielen. Neben diesen Spielen wird es aber auch Animal Crossing Happy Home Paradise geben. Und das ist da drinne und dann könnt ihr es ebenfalls spielen. Wenn ihr euch für dieses Switch Online Erweiterungspackage für 40 Euro im Jahr entschieden habt, die Mitgliedschaft am Ende dann kündigt oder diese ausläuft, könnt ihr in dem Fall nicht mehr in das Happy Home Paradise Resort reisen, um dort beispielsweise die Ferienhäuser zu designen oder auch andere Aktionen und Aktivitäten zu erledigen. Aber sind die Sachen dann auch weg und kann ich die Features auf meiner Insel auch nicht mehr nutzen? Das ist die Frage, die sich ganz viele stellen, denn durch das Animal Crossing Happy Home Paradise Pack werden ja zahlreiche neue Design-Features zur Verfügung gestellt, die dann wiederum freigeschaltet werden und auf deine Insel angewendet werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Säulen, die Zwischenwände und Theken sowie auch die Funktion der Geräuschkulissen und erweiterten Beleuchtung und die Möglichkeit, Möbel zu polieren, damit diese funkeln. Bedeutet, habt ihr dieses Feature einmal über das Erweiterungspackage erhalten, stehen euch diese weiterhin zur Verfügung, auch nach Ablauf der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Und nun rechnen wir um, was für euch theoretisch die günstigste Variante wäre. Also, Variante 1, ihr kauft euch das Spiel für 25 Euro, habt es dauerhaft. Dazu ist aber keine Switch Online-Mitgliedschaft. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr das DLC für 25 Euro kauft, dauerhaft habt und euch noch zusätzlich die Einzel- und normale Switch Online-Mitgliedschaft für 20 Euro hinzubucht. Also wären wir hier dann bei 45 Euro. Wenn ihr jedoch die Jahresmitgliedschaft des Erweiterungspackages für 40 Euro kauft, spart ihr somit 5 Euro neben der Version, die ich euch eben erklärt habe, und könnt dann sowohl ein Jahr online zocken und ein Jahr das DLC genießen. Wie gesagt, wenn diese Mitgliedschaft nicht mehr da ist, weil ihr euch das halt nur über die Mitgliedschaft geholt habt, das DLC, dann könnt ihr weiterhin diese neuen Features auf eurer Insel
haben und behalten, die gehen nicht weg. Was jeder am besten macht, kann er selber entscheiden. Ich wäre tatsächlich dafür, wenn man nur Sachen freischalten möchte, sollte man sich das Erweiterungspackage holen, weil das die günstigste Variante wäre. Wenn man wirklich das DLC dauerhaft haben möchte, könnte man sich das einzeln kaufen, wenn man so oder so schon eine Switch Online-Mitgliedschaft hat. Genau, das wären meine Empfehlungen, aber das muss am Ende jeder für sich wissen. Und nun mein Fazit. Lohnt sich das Update oder nicht? Also ich muss sagen, jemand, der vielleicht noch nie wirklich Animal Crossing gespielt hat, oder eigentlich glaube ich jeder, selbst wenn man Happy Home Design gespielt hat, finde ich schon, dass sich dieses Update tatsächlich lohnt. Für 25 Euro, okay, doch ein bisschen teuer, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich muss wirklich sagen, es ist schon ziemlich cool. Ich würde es mir definitiv holen. Ich werde Richtung Anfang November auch nochmal streamen, dass wir das alles nochmal anzocken können und da nochmal ein letztendliches Fazit geben. Aber allein, dass du diese Funktion im DLC selbst hast und diese Funktion nicht nur auf der Ferienhausinsel nutzen kannst, sondern auch für dich auf deiner eigenen Insel und sie dann auch weiterhin behalten kannst, auch wenn du nicht mehr das DLC hast, finde ich total klasse. Also, sobald es einmal freigeschaltet ist, kannst du es immer benutzen. Wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Holt ihr euch das? Holt ihr es nicht? Ist es euch zu teuer? Oder ist der Preis gerechtfertigt für diese Funktion? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und nochmal ein großes Dankeschön an die lieben Mitglieder, die den Kanal tatkräftig supporten und unterstützen. Danke dafür. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.